So, da wären wir wieder. Unsere Helden sind jetzt mal wieder ein, zwei Tage durch die Gegend getappert, nachdem sie die Information bekommen haben, dass die Siandora nördlich von dem Vansalta wohnen sollte. Haben uns hier oben natürlich umgeguckt, aber da nicht wirklich was finden können. Später dann haben wir einen Hinweis bekommen über die große Freiheit. Das wäre die Herberge hier und dass dort hinter irgendwo ein weißes Haus sein soll. Also gucken wir uns da jetzt doch einfach mal um. Nebenbei hat Gwen dann auch noch den einen oder anderen Beutel aufgehoben. Das heißt, unsere Vorräte sehen recht gut aus, zumindest was das Geld angeht. Was das Essen angeht, nicht so wirklich. Also hier haben wir überall weiße Häuser. Was mit dem hier? Nicht schlecht. Wünschte, ich hätte Zeit für euch. Okay. Oh, das ist aber ein schönes Amulett. Nein, Gwendolyn, aus. Also das war es wohl nicht. Das da vielleicht. Ein junger Blondschopf. Ihr müsst mehrmals klopfen, bevor euch endlich geöffnet wird. Ein junger Blondschopf steckt den Kopf zur Tür heraus und mustert euch. Wartet mal ein Momentchen. Er wendet sich um und ruft etwas Unverständliches in das Haus. Kurze Zeit später erscheint eine kräftige Frau, um euch zu begrüßen. Kommt herein und erzählt mir, was euch auf dem Herzen liegt. Schon mal eine interessante Begrüßung für fremde Leute. Aber na gut. Also, was wollt ihr? Wir suchen eine Unterkunft, wir suchen einen Geheimgang. wir fallen mal mit der Tür ins Haus. Wir suchen einen Geheimgang. Vielleicht lässt sich da was machen, aber das ist ziemlich teuer. Was ist teuer? Wenn ihr, sagen wir mal, 300 Dukaten locker machen könntet, helfe ich euch gerne weiter. Nee. Da erinnern wir sie doch gleich mal an die Gefälligkeit, die sie noch Dragan schuldet. Ach, da läuft der Hase lang. Gut, gut. Bleibt immer noch 100 Goldstücke. Also was ist damit? Ist die Frage, ob wir 100 Goldstücke haben. Also ich glaube, wir hatten so um die 90 rum. Drücken wir einfach mal alles in die Hand, was wir so dabei haben. Gut, das können wir aufbringen. Nachdem ihr das Geld auf den Tisch gezählt habt, macht Yandora ein zufriedenes Gesicht. Gut zahlenden Kunden sind mir immer am liebsten. Also, fragt in der Ordensburg im Norden der Stadt nach Meister Eolan und sagt ihm, ihr wollt den Hof kehren. Alles klar? Stift. Meister Eolan? Hof kehren. Hof kehren. Und das würde ich auch ganz gerne ins Tagebuch schreiben, aber leider haben wir hier keinen Knopf dafür, weil es kein reguläres Gespräch ist. Also klicken wir jetzt nicht weg, sondern lesen uns das nochmal durch. Also, Ordensburg im Norden fragt nach Meister Eolan und sagt ihm Hof kehren. Gut, das müssten alle wichtigen Informationen sein. Der blonde Bursche, der die ganze Zeit euer Gespräch belauscht hat, führt euch zur Tür und verabschiedet sich. Okay. Also, im Norden die Ordensburg. Da hatte sich Talane ja schon mehrfach umgesehen. Die müsste... Es war eigentlich ein recht großes Gebäude. Ist das da die Ordensburg? Ordensburg der Grauen Stäbe, genau. Da wollen wir jetzt rein und Meister Eolan fragen, ob wir den Hof kehren dürfen. Ordensburg der Grauen Stäbe. Ihr müsst mehrmals klopfen, bevor sich drinnen etwas tut. In der Tür öffnet sich ein kleines, vergittertes Guckloch. Ein älterer Mann mustert euch eine ganze Weile. Dann setzt er zur Begrüßung an. Was ist euer Begehr? Können wir bitte Meister Eolan sprechen? Ein Momentchen bitte. Der Mann schließt das Guckloch. Hinter der Tür hört ihr Schritte. Dann geschieht eine ganze Weile gar nichts. Wir warten. Es dauert noch recht lange, bis hinter der Tür wieder Schritte zu vernehmen sind. Dann öffnet ein weißhaariger Mann das Guckloch. Was wollt ihr? Wir könnten gleich sagen, Yandora hat uns hierher geschickt, aber das wird er wohl nicht hören wollen. Und schon gar nicht seine anderen Kompadren da drin. Also sagen wir, wir wollen den Hof kehren. Na gut, schaden kann es nicht. Aber es gibt nicht mehr als einen Silber pro Kopf dafür. Das Guckloch wird geschlossen, ihr hört, wie die Tür aufgeschlossen und entriegelt wird, schließlich lässt euch der Weißhaarige ein. Nachdem er die Tür hinter euch geschlossen hat, wendet sich der Weißhaarige euch zu. Nun denn, ich bin Meister Eolan. Also, was wollt ihr wirklich von mir? Genau, wir sind nur hierher gekommen, um den Hof zu kehren. Nein, wir suchen einen Geheimausgang.
Vielleicht kann ich euch in dieser Sache weiterhelfen. Allerdings müsst ihr mir eine kleine Gefälligkeit erweisen. Diese Stadt bringt uns noch um. Wirklich. Wir behalten zwei von euch hier, während die anderen aus der Stadt können, um einen verschollenen Freund zu finden. Bringt ihr den Gesuchten zurück in die Stadt, dann könnt ihr anschließend alle gehen. Dass ihr zwei Leute hier behalten wollen, ist nicht so gut. Solche Bedingungen können wir nicht akzeptieren. Vielleicht können wir ihn ja runterhandeln auf nur einen hier lassen. Momentan wüsste ich niemanden, den ich gerne hier lassen würde. Also Gwendolyn ist halt recht praktisch, weil sie sich mit Menschen gut auskennt und Schlösser knacken kann. Gerogon und Tirik sind die einzigen, die momentan ordentliche Waffen haben und damit auch umgehen können. Und die Elfen und Talana sind halt Magiebegabte, die sowieso momentan recht praktisch sind, weil sie recht schnell Schaden austeilen können und jede Menge Zauber parat haben, um andere Situationen zu meistern. Wir versuchen mal mit ihm zu verhandeln. Eure Lage ist zu misslich, um Bedingungen zu stellen. Entweder behalten euch alle hier oder wir schließen den Handel so ab, wie ich es gesagt habe. Also gut. Der Mann, den wir suchen, heißt Akhtar. Das sollte ich mir jetzt auch aufschreiben, denn wir haben wieder nicht die Option, das ins Tagebuch zu schreiben. Also, Akhtar Dragenfeld. Dragenfeld. Er ist allerdings unter dem falschen Namen Svelmia bekannt. Svelmia. Er ist unter falschem Namen nach Svelmia unterwegs. Svelmia ist wohl eine Stadt oder ein Dorf und schon seit einer Woche überfällig. Er wollte wohl durch die Sümpfe reisen, weil alles andere ein Umweg gewesen wäre und er zudem nicht in die Taschebene den Orks in die Arme laufen wollte. Oh weia, jetzt müssen wir uns das ganze Bild nicht vorstellen. Okay, also, er ist nach Svelmia unterwegs. Er nimmt den und der Text geht einfach weiter. Da die Angelegenheit geheim ist, kann ich euch nicht viel mehr sagen. Jedenfalls erkennt ihr Akhtar an seinem Ring. Das Erbstück trägt ein Familienwappen der Dragenfels, ein Drachenkopf. Okay, Ring. Drachenkopf. Okay. Mehr gibt es nicht zu sagen. Wählt zwei unter euch aus, die in unserer Obhut bleiben, wenn die anderen mit Akhtar zurückkehren. Könnt ihr gemeinsam Luwang verlassen. Wollt ihr vorher noch die Ausrüstung umverteilen? Nein. Wen wollt ihr zurücklassen? Ich lasse mal Gwendolyn da. Falls wir irgendwelche Schlösser treffen sollten, kann immer noch Talana zum Beispiel einfach ein Foramen sprechen. Also Gwendolyn bleibt hier. Und Yallen bleibt hier, damit Mürrum in der Wildnis noch helfen kann. So. Während sich ein paar Hinzugekommene um Gwendolyn und Yallen kümmern, begleitet Meister Eolan die übrigen in den Keller, der aus einer Reihe verworrener Gänge besteht. Schließlich landet ihr in einem kleinen Raum, in dem zwei Wachposten gelangweilt herumsitzen. Meister Eolan überreicht Gerogon einen merkwürdig geformten Schlüssel, dann öffnet er einen Schrank, hinter dem ein niedriger Gang beginnt. Ihr öffnet eine riesige Türe, die den Blick auf einen engen Stollen freigibt. Der motige Geruch in dem feuchten Gang ist nicht gerade einladend, aber schließlich macht ihr euch auf den Weg zu seinem anderen Ende. Der Tunnel scheint endlos weiterzugehen, doch schließlich könnt ihr einen schwachen Lichtschimmer erkennen, der durch die Türe zerfällt, und ihr gelangt in das Innere einer alten Burg. Sehr schön, wir sind endlich aus dieser Drecksstadt raus, auch wenn nur vier von uns bisher draußen sind. Also gut, es ist ein wenig ärgerlich, dass wir nicht ganz so viele Informationen mitnehmen konnten, weil er war wohl recht in Eile. Wir wollten ja noch nachfragen, wie das mit dem Sumpf wäre und wo er genau hin wollte und so weiter. Aber da werden wir uns jetzt selber was drum rumreimen müssen. Also ich will nicht selber direkt durch den Sumpf laufen. Also dieser Akhtar Dragenfeld hat er den kürzesten Weg durch den Sumpf genommen. Aber ich denke mal, das wird nicht der schnellste sein. Die Straße wird schneller sein. Also wir folgen der Straße und gucken dann, ob wir außenrum zu dieser Stadt hinkommen, wo er eh hin wollte. Also, Routenplanung. Wir wollen nach Nordwesten. So, Routenplanung. Wir sind jetzt über Luwang. Wir wollen nach Nordosten.
Und da ist wohl eine Herberge. Das reicht erstmal in Planung. Wir marschieren weiter. Nee, aber nicht sehr weit gekommen. Na gut, wir sollten eh Myrrhum nach vorne schicken. Und gleich jagen. Haben wir noch irgendwas an Ausrüstung dazu bekommen vielleicht? Der Lovang-Schlüssel. Oh, der wird noch sehr wichtig sein, denke ich mal. Und so ganz ohne Rüstung hier draußen unterwegs zu sein, das ist auch ganz schön gefährlich. Aber na gut. Zurück. Wir würden gerne das Übliche machen. Die angegebenen Personen sind nicht mehr in der gleichen Gruppe. Ja, das stimmt wohl. Also, Wachen aufstellen. Tirik, Georgon und Tirik halten Wache. Myrrhum geht jagen. Findet Wasser, aber nichts Essbares. Das ist ärgerlich. Und Talana geht mal auf Kräutersuche. Für 4 Stunden. 2 Wirselkräuter, das ist schon mal sehr gut. Haben wir ein paar Heilkräuter. Wie sieht es eigentlich mit unseren Dukaten aus? Wie viel haben wir jetzt noch über? Wir haben 2 Dukaten, 1 Silberling und 6 Heller. Oh, weia. Also sobald unsere Gruppe wieder vollständig ist, müssen wir auf jeden Fall eine Weile Geld verdienen gehen. Und neue Ausrüstung bekommen. Das ist ja doch ein wenig ärgerlich, dass unsere alte weg ist. Aber na gut. Ja, wir wollen schlafen. Wir haben auch keine ordentliche Schuhe bestimmt, keine Schlafsäcke. Oh weia. Ihr erreicht Neu-Lovang. Mit Lovang hat das Kaff wohl nur den Namen gemein. Die Straße weitet sich auf einen Platz, an dem ein paar Häuschen stehen. Mitten auf dem Platz steht ein Preios-Tempel, eine Herberge. Und wir könnten jetzt in den Tempel, in die Herberge oder weitergehen. Wir gehen erstmal in die Herberge. Vielleicht ist dieser Aktan ja doch hier auch vorbeigekommen. Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Huldigen wir dem Edelerze. Kannst du uns etwas sagen über einen gewissen Jungen, der vorbeigekommen ist? Nö, kann er wohl nicht. Reisen? Früher kamen viel Reisende durch den Ort. Die Straße ist gut befahrbar und war bis vor kurzem recht sicher, aber die Schwarzpelze lassen keinen mehr durch. Zwergenbinge? Wahrscheinlich meinst du Finsterkoppen, oder? Jo. Gut, also er hat nichts über diesen Aktan. Dann wollen wir einfach mal weiterreisen. Wir würden gerne weiter, und zwar da könnte etwas sein, weil hier sehe ich keine Straße mehr. Na gut, planen wir erstmal unsere Route. Wir gehen jetzt nach Nordosten weiter und gucken, ob unterwegs irgendwo eine Abzweigung ist. Und wir marschieren mal weiter. Myrrhum ist am Verdursten, Tirik ist am Verdursten, Georgon ist am Verdursten. Wir haben noch gerade erst Wasser gefunden. Was soll denn das? Oh, wir haben keine Wasserschläuche. Stimmt. Ah. Na gut, gleiches Spiel noch einmal. Wir finden Wasser und was zu essen. Sehr schön. Und nochmal 2 Wirselkräuter. Ich hoffe mal, dass jetzt keiner krank wird. So. Wurde das Essen auch gleich schön verteilt? So halbwegs. Und alle wieder durstig. Wir haben auch keine Möglichkeit, irgendwo was zu kaufen. Sonst wären wir ja gar nicht erst nach Lovang gegangen. Das war ja mit einer der Gründe. Und Myrrhums Kopf ist wie in Watte gepackt. Nein. Das ist nicht gut. Wir müssen gleich anhalten. Anhalten. Helden anschauen. So, du darfst jetzt mal versuchen. Erstmal gucken, wer hat Krankheiten heilen am höchsten. Du hast nur 2... Du hast 7, aber du kannst dich nicht selber heilen. Tirik hat mehr als Talana. Und Georgon hat gar nichts. Na gut. Stopp. Reiseoption. Reise unterbrechen. Du gibst jetzt Tirik, komischerweise, die Kräuter. Dem ist bestimmt auch ganz mulmig dabei. Und Tirik darf jetzt versuchen, Myrrhum zu heilen. Krankheit heilen, Myrrhum. Mal sehen, was ich bei Dummschädel machen kann. Das Heilen misslingt. Myrrhum hat leider zusätzlich 3 Schadenspunkte.